Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir über alle Belohnungen, die ihr in Season 5 bekommen könnt und das Ganze komplett kostenlos. Deswegen lehnt euch zurück und genießt das Video. Falls euch das Video am Ende gefallen hat, lasst gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo für mehr Videos von mir in der Zukunft. Als erstes haben wir hier das neue Faction Showdown Event. Das ist ja am Freitag um 19 Uhr gestartet. Das ist auch relativ selbsterklärend, was man dort bekommt. Ihr geht als erstes auf das Event Tab in-game und dann könnt ihr euch eine Seite auswählen, entweder die Shadow Company oder die Task Force 1-for-1. Wenn ihr euch für eine Seite entschieden habt, dann könnt ihr die Herausforderung dieser Seite abschließen. Ihr könnt auch übrigens jederzeit die Seite wechseln, wenn ihr wollt. Und das sind insgesamt 5 Herausforderungen für jede Seite. Wenn ihr diese 5 abgeschlossen habt, bekommt ihr eine Waffen-Blueprint der LAB330 für die Seite der Shadow Company und eine Blueprint der Buzz P für die Task Force 1-for-1 Seite. Diese Waffen haben keine Tracer-Munition oder sonst irgendwas, sehen auch relativ standardmäßig aus und die LAB330 sieht auch sehr ähnlich aus wie eine Variante davon, die es mal im Shop gegeben hat. Und diese können wir jetzt einfach komplett kostenlos freischalten. Ist ein bisschen komisch, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Activision so etwas macht. Dasselbe hatten wir ja bereits schon mit dem Rattenskin im Amazon Prime Bundle, das wir ja auch kostenlos bekommen haben. Und vorher mussten wir uns den Rattenskin im Shop kaufen. Dieses Event wird am 16. August enden. Dort werden wir dann auch die Community-Belohnungen bekommen. Und zwar gibt es für die Seite, die gewinnt, einmal einen Operator-Skin, eine Tarnung und einen Battle Pass EP Token. Das ist das erste Event, das wir diese Season bekommen haben und insgesamt wird es diese Season 4 Events geben. Das zweite Event wird das Hip-Hop-Event sein, das am 7. August startet, also morgen schon. In diesem Event wird das 50-jährige Jubiläum von Hip-Hop gefeiert und du kannst dich vom 7. August bis zum 16. August einfach in das Spiel einloggen, um kostenlose Belohnungen zu bekommen. Du musst dich in diesem Zeitraum an mindestens 4 verschiedenen Tagen in das Spiel einloggen, um am ersten Tag einen 80er Hip-Hop-War-Track zu bekommen. Den kannst du dann in deinem Fahrzeug in Warzone laufen lassen. Am zweiten Tag gibt es einen 90er Hip-Hop-Track und am dritten Tag einen 2000er Hip-Hop-Track. Und am vierten Tag, an dem du dich einloggst, wird es dann eine Waffen-Blueprint-Variante für die Tech V geben. Und morgen wird es auch übrigens das Snoop Dogg-Bundle im Shop geben. Zum Start vom Hip-Hop-Event kommt das Snoop Dogg-Bundle rein. Also für alle, die sich wundern, wann dieses Bundle in den Shop kommt, morgen wird es der Fall sein. Das nächste Event wird das COD 2023 bzw. MW3 Live-Event sein. Leaker haben bereits Bilder in den Daten gefunden, wo man sehen konnte, dass man in diesem Live-Event die M13C freischalten konnte. Das ist ja das brandneue Sturmgewehr, das wir auch schon auf der Roadmap gesehen haben. Hier sehen wir, dass dort Folgendes steht: freigeschaltet durch den Abschluss von einem Shadow Siege-Event. In diesem Reveal-Event werden wir noch Folgendes freischalten: ein Fahrzeugskin, eine Visitenkarte, ein Emblem, ein Battle Pass Token und einen Tarn. Diese Belohnungen haben meist was mit dem Live-Event zu tun, beziehungsweise mit dem neuen COD. Also kann es sehr gut sein, dass diese Belohnungen im Design von MW3 kommen, also eine MW3-Visitenkarte, ein MW3-Emblem, ein MW3-Talisman und so weiter. Diese Belohnungen wirst du in dem Live-Event bekommen, aber man weiß momentan noch nicht, was genau die Challenges dafür sein werden. Aber wir wissen, dass das Live-Event am 17. August startet. Dann wird es eine Playlist geben, in der du rein gehen kannst und anscheinend wird das Live-Event jetzt doch auch in Warzone stattfinden, also nicht nur in DMZ, sondern auch in Warzone und dort musst du dann verschiedene Herausforderungen abschließen, um die Belohnung dafür zu bekommen. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass du an der Seite der Shadow Company kämpfen musst und zwar gegen die Conny-Gruppe, eine größere Bedrohung. Dort wirst du Raketen von der Conny-Gruppe schützen müssen und in einem Bunker unter Saya eindringen müssen, um dort einen Gaskanister zu finden, mit dem du exfiltrieren musst. Mehr wissen wir bis jetzt noch nicht über das Live-Event. Aber die meisten Belohnungen, die du in MW2 und in Warzone bekommen kannst, sind aus dem Ranked-Modus. Hier hast du einmal in MW2
und in Warzone welche, die jeweils einen eigenen Set an Belohnung haben. In MW2 kannst du am Ende der Season Belohnung für deine Division, in der du am Ende platziert warst, bekommen. Hier gibt es für Bronze und Silber ein Emblem, für Gold ein Operator, ein Emblem und eine Tarnung. Dasselbe gilt für Platin, Diamant und Karmesin. Wenn du in Schillernd bist, kriegst du natürlich genau dasselbe plus eine animierte Visitenkarte in den Top 250 ebenfalls. Und die Tarnung in den Top 250 wird eine animierte Tarnung sein, die ihr jetzt hier seht, die auch wirklich extrem aussieht. Und diese Tarnung wird extrem selten sein, weil nur 250 Leute diese Tarnung bekommen können. Und am Ende der Season gibt es ja wieder neue Belohnungen. Das heißt, diese Tarnung wird dann in der neuen Season, in Season 6, komplett ersetzt. Und deswegen ist sie wirklich sehr, sehr selten. Außerdem wird man diese Belohnungen und Tarnungen auch in MW3 benutzen können. Außerdem kannst du in MW2 Ranked in Season 5 auch noch folgende Belohnungen für Wins in Ranked freischalten. Und das sind folgende. Für 5 Wins bekommst du einen Sticker. Für 10 Wins eine Tech 56 Blueprint. Für 25 Wins einen Gehirntalisman, für 50 Wins einen Waffendekor, für 75 Wins einen Loading Screen und für 100 Wins eine Waffentarnung. Wenn du den Multiplayer nicht besitzt, ist es nicht schlimm. Du kannst in Warzone genau dieselben Belohnungen im Ranked-Modus bekommen, nur dass sie hier etwas anders aussehen. Die Tarnung für deine Divisionsplatzierungen sehen in Warzone etwas anders aus, finde ich persönlich sogar noch etwas cooler als in MW2. Die animierte Top 250 Tarnung sieht ebenfalls ein bisschen anders aus. In Warzone Ranked gibt es natürlich auch wieder Season 5 Belohnungen. Für 25 Kills oder Assists bekommst du einen Sticker. Für 250 Kills oder Assists einen Loading Screen. Für 1000 Kills oder Assists eine Tarnung. Dann gibt es auch noch für deine Placements Belohnungen. Für 50 Mal in den Top 15 bekommst du einen Waffendekor. Für 15 Mal in die Top 5 bekommst du eine ISO Hemlock Blueprint. Und für einen Win bekommst du einen W Iced Out Talisman. In Ranked kannst du in jeder Season die meisten Belohnungen bekommen, by the way. Dann könnt ihr euch auch noch 4 kostenlose Tarnungen für die neuen Waffen freispielen, also 4 Tarnungen für die FR Avancer und 4 Tarnungen für die Carrack 300 Sniper. Die beiden Waffen können wir uns ja kostenlos im Battle Pass freischalten. Und wenn wir die M13C mit dem Reveal-Event von MW3 freischalten, wird es auch für diese Waffe 4 brandneue Tarnungen geben, die wir ebenfalls freischalten können. Nicht zu vergessen ist auch das Season 5 Reloaded Update. Dort werden wir wieder eine Tarnungs-Challenge bekommen, in der du verschiedene Tarnungen für alle Waffenkategorien freischalten kannst. Es wird eine normale Tarnung sein und eine animierte Tarnung höchstwahrscheinlich für das Abschließen aller Herausforderungen. Die nächste kostenlose Belohnung gibt es nur für PlayStation-Spieler und zwar ist das das Combat Pack 5. Das ist ein Oni-Operator-Bundle, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht. In diesem Bundle wird es einmal diesen Oni-Operator-Skin hier geben, dann 2 Waffen-Blueprints, ein Talisman, ein Loading-Screen und eine Visitenkarte. Wir wissen aber bis jetzt noch nicht, wann dieses Bundle released wird, aber wir wissen, dass es irgendwann in diesem Monat rauskommen soll. Die nächste Belohnung, die du bekommen kannst, sind die Prestige-Belohnungen. Und zwar bekommst du für jedes Prestige einmal ein Emblem und für das Max-Level von 1050 bekommst du eine Blueprint der Castor 74U. Sieht sehr standardmäßig aus, hat auch keine Tracer-Munition, also nicht wirklich was Besonderes. Die nächsten Belohnungen sind die Nuke-Belohnungen und zwar kannst du jetzt einen Nuke auf Vondel machen und dafür bekommst du dann folgende Belohnungen. Einmal eine MP5 und eine FSS Hurricane Blueprint, die wirklich sehr, sehr cool aussehen. Ein Talisman, ein Emblem, ein Sticker und eine Visitenkarte. Auf Al-Mazraq kannst du für die Nuke ebenfalls neue Belohnungen bekommen und zwar einmal eine Nuke-Waffentarnung, die so aussieht, in Rot und Gelb, auch ganz cool. Zusätzlich dazu bekommst du noch eine Blueprint für deinen Katana, dann noch einen Fahrzeugskin und einen Sticker. Außerdem werden wir dann noch weitere Amazon Prime Gaming Bundles bekommen, die wahrscheinlich Ende des Monats resettet werden. Also Ende des Monats werden wir ein neues Amazon Prime Gaming Bundle bekommen. Falls ihr das jetzige Amazon Prime Gaming Bundle mit dem Ratten Operator Skin noch nicht bekommen habt, dann klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und dann kriegt ihr dieses Bundle komplett kostenlos. In DMZ könnt ihr ebenfalls noch neue Belohnungen bekommen, die ebenfalls in jeder Season refreshed werden. Und es wird noch ein neues Video geben zu den ganzen Belohnungen, die wir bekommen mit dem Season 5 Reloaded Update. Und das war es jetzt auch mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da für mehr Videos von mir in der Zukunft. Ich bin übrigens auch täglich live auf Twitch. Ich grinde die ganze Zeit Ranked. Also falls ihr mir dabei zuschauen wollt, ganz oben ist der Link in der Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.